als frischgebackener Meistertrainer aus Österreich zur Borussia nach Mönchengladbach. Mit Marco Rose starten die Fohlen ein neues Kapitel, einen neuen Abschnitt. Warum Borussia Mönchengladbach? Einfach, weil es ein lässiger Verein ist, weil ich mich auf die Borussia freue, weil ich mich auf die Fans freue, auf die Jungs, auf die Mannschaft, weil ich glaube, das ist einer der größten Vereine in Deutschland ist, was Geschichte, was Fanpower betrifft, weil ich glaube, dass das ein Verein mit großem Potenzial ist, dass diese Saison durchaus schon abgerufen wurde mit einem tollen fünften Platz, und jetzt arbeiten wir dann einfach dran, dass wir die Dinge weiterentwickeln und versuchen, so erfolgreich zu bleiben. Nach zwei Meisterschaften in Folge mit RB Salzburg folgt die Rückkehr in die Bundesliga. Dort, wo Rose unter anderem für Hannover 96 und Mainz 05 spielte. Nun folgt er bei der Borussia auf Dieter Hecking. Ich hatte das Gefühl, dass wir mit Dieter eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit hatten. Wir hatten 2,5 Jahre, die wirklich einen sehr, sehr guten, wo Dieter einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Trotzdem hat man als Gefühl, als verantwortlicher Sportdirektor auch mal die Situation, man sagen kann, was könnte man verändern? Man verändert normal immer am Kader, man verändert an Spielern. Aber jetzt hat sich eben eine Möglichkeit ergeben, wo eben vielleicht auch ein neuer Trainer was verändern könnte. Rose, 42 Jahre jung, ihm eilt ein guter Ruf voraus. Ein Typ wie Jürgen Klopp. Ich bin ein ganz normaler Typ, total bodenständig, aber sehr, sehr ambitioniert. Und so erwarte ich auch, dass wir auftreten. Und deswegen finde ich auch, dass ich gut hierher passe, weil ich das Gefühl habe, dass es ein sehr bodenständiger Verein ist, aber Ambitionen hegt. In Österreich alles etwas ruhiger. Dort hatte Rose mit Spitzenteam RB Salzburg in den letzten 2 Jahren kaum Konkurrenz in der Liga. Das wird sich nun ändern. Die Bundesliga ist eine Top-Liga, deswegen bin ich auch gerne hierher gekommen. Unglaublicher Zuschauerzuspruch, hohe Leistungsdichte, das ist das, was ich wollte. Da will ich mich messen mit meiner Mannschaft. Ein neues Kapitel, ein neuer Abschnitt. Marco Rose, der neue Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach.